Hallo, hier seht ihr einen Aufbau der Grow Cabin 80 High. Die Growbox hat 16 mm Stangen, die mittels Klickverbindung zusammengestellt werden. Auch die Eckverbinder sind aus Metall und rasten beim Zusammenstecken an. Das Schöne an der Box ist die Höhe von 2 Metern bei nur schmalen 80 cm Breite und Tiefe. Die Außenfarben des Zeltmaterials sind schwarz, innen ist sie silbern. Sie hat oben und unten jeweils zwei 200 mm Luftein- oder Auslässe. Im Dach befindet sich zusätzlich ein 200 mm Luftauslass. Hinten im oberen Bereich ist eine Öffnung für die Kabel. Alle zuziehbaren Öffnungen haben doppelte Socken. Das heißt, ein Ende geht nach innen, eins nach außen. Das erleichtert das lichtdichte Verschließen der Luftschlüsse. Unten ist zusätzlich ein verschließbares Fenster mit einem Gitter wie Fluggäste. Die Box ist nur von vorne mit einem langgezogenen Reißverschluss zu öffnen. Im Lieferumfang befindet sich ein Einlegeboden, der mit Laschen in den Zeltstangen festgeknotet wird. Außerdem sind noch zwei Deckenstangen und zwei Bänder zum Aufhängen des Filters dabei. Grow Cabin ist gefertigt von Bandbox und ein Auslaufmodell, das es bei Probetech, solange der Vorrat reicht, zu einem sehr guten Preis gibt.